ungewöhnliches Experiment. Okay, wer ist bereit? Wird alles, was wir über Geld zu wissen glauben, in Frage stellen. Wer bietet mit? Ein 20-Dollar-Schein wird versteigert. Ein Dollar. Höre ich zwei Dollar? Höre ich drei? Drei da hinten. Und vier. Bieten Sie fünf? Fünf. Sechs. Die Regeln sind einfach. Wer am höchsten bietet, bekommt den 20-Dollar-Schein. Doch es gibt einen Haken. Der zweithöchste Bieter erhält nichts, sondern zahlt stattdessen, was er geboten hat. Höre ich 20? 20 Dollar. Der emotionale Wunsch zu gewinnen treibt die Gebote in die Höhe. Und die Angst zu verlieren treibt die Gebote weit über den Nennwert des Geldscheins. 28. Was ist mit 29? 28 zum ersten? Diese Auktion ist ein Schlüsselexperiment der Verhaltensökonomie. 20 Dollar gehen für 28 Dollar an den Herren dort. Und Sie schulden mir noch 27 Dollar. Wirtschaftswissenschaftler, die Verhaltensforschung betreiben, sind davon überzeugt, dass sich der Mensch, wenn es ums Geld geht, häufig irrational verhält. Es gibt viele Möglichkeiten, von der Vernunft abzuweichen. Menschen nutzen gar nicht die Informationen, die sie sinnvoll finden, sondern solche, von denen sie selbst sagen, es wäre verrückt, diese zu nutzen. Die Vorstellung, dass Menschen sich in Geldfragen irrational verhalten können, ist so radikal nicht. Und doch stellt sie Wirtschaftstheorien in Frage, die seit mehr als 5 Jahrzehnten die Ökonomie beherrscht haben. Die Universität von Chicago. Sie hat mehr Nobelpreisträger für Wirtschaft hervorgebracht als irgendeine andere Institution auf der Welt. Fast alle hier sind der Auffassung, dass Menschen in Gelddingen sehr rational entscheiden. Einer der bedeutendsten Vertreter dieser These ist Gary Becker. Die überzeugendste Theorie, die wir meiner Meinung nach haben, versteht Wirtschaftswissenschaft als die Theorie vom rationalen Verhalten auf individuellem Niveau. Das ist unsere Grundlage. So what is economics? Economics is a way of thinking about things. John Cochrane ist ein weiterer führender Verfechter dieses Modells, das Wirtschaft mit rationalem Verhalten erklärt. By thinking about how people behave, people's behavior. Dieses Modell hat 1776 der Begründer der modernen Wirtschaftslehre Adam Smith erstmals in seinem Buch Der Wohlstand der Nationen beschrieben. Er ging an die Ökonomie heran wie Newton und Galileo an die Physik. Er machte grundlegende Erkenntnisse. Menschen, die in ihrem eigenen Interesse handeln, können sich in Märkten koordinieren und wunderbare Ergebnisse hervorbringen. Aber was meinte Adam Smith mit vernünftigem und von Eigennutz gesteuertem Verhalten? Beinahe jeder heutzutage überlegt ständig, wie er seinen Wohlstand vermehren kann. Adam Smith sagte, dass Menschen vernünftig, sogar egoistisch handeln. Bevor ein Konsument eine Kaufentscheidung trifft, berechnet er den Eigennutz. Egal ob Taxifahrt oder Aktienkauf, er strebt immer danach, keinen Cent mehr zu zahlen als nötig. Gefühle stören diese finanziellen Abwägungen nicht, glaubt Smith. Und so reguliert sich die Wirtschaft von selbst, weil jeder sich im besten Eigeninteresse verhält. Seine Rückschlüsse sind sehr modern. Im Laufe der Jahre haben Wirtschaftswissenschaftler diese Ergebnisse zwar noch ein wenig verändert, aber Adam Smith formulierte die grundlegenden Erkenntnisse. Adam Smiths Erkenntnisse, wie vernünftige Menschen finanzielle Entscheidungen treffen, werden heute in präzisen mathematischen Gleichungen ausgedrückt. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste man, um ernst genommen zu werden, Dinge mathematisch beschreiben. Ökonomie war von Anfang an die Wissenschaft von kopfgesteuerten, gierigen Menschen, die sich selbst bereichern möchten. Und man kann das jetzt auf sehr elegante Weise mathematisch ausdrücken.
Heutzutage sind diese mathematischen Modelle die wichtigsten Instrumente der Ökonomen, um Politik zu gestalten, die uns alle betrifft. Von staatlich festgelegten Steuersätzen bis hin zu Zinssätzen für Bankkredite. Verhaltensökonomen kritisieren, dass diese Modelle Adam Smiths Erkenntnisse zu wörtlich nehmen. Diese Modelle unterstellen, dass Menschen ständig gewaltige Berechnungen mit riesigen Datenmengen machen. Das wichtigste Modell des Verbraucherverhaltens geht davon aus, dass wir niemals etwas kaufen, ohne vorher die Auswirkungen bis hin zu unserer Altersversorgung zu berechnen. Und wir sind so gut in Mathe, dass wir mit Zins und Zinseszins vor dem Kauf unsere Zufriedenheit danach berechnen. Was soll das Gerede? Welchen Zinssatz habe ich im Kopf? Dieses Modell verlangt, dass jeder konsequent danach handelt. Klassische Ökonomen räumen ein, dass Menschen diese Berechnungen nicht wirklich anstellen. Lehrbücher für Ökonomie schreiben immer, Menschen verhalten sich so, als ob sie dieses oder jenes tun. Wir glauben nicht, dass Menschen tatsächlich solche Berechnungen durchführen. Wir sagen nur, dass sie sich so verhalten, als ob sie es täten. Verhaltensökonomen sind davon nicht überzeugt. Zur Verteidigung ihrer klassischen Wirtschaftstheorie haben Ökonomen auf professionelle Billardspieler verwiesen und behauptet, die wüssten zwar nichts über Physik oder Trigonometrie, aber sie spielten so, als wüssten sie es. Das ist lächerlich. Nehmen wir einen leichten Stoß. Ich könnte das schaffen. Und ein Profi schafft das. Und ich schaffe es auch. Aber nehmen wir mal an, ich möchte diesen Ball in das Loch da stoßen. Nun, ich kenne die Trigonometrie. Ich muss die Winkel richtig treffen und so weiter. Ein Profi hätte damit kein Problem. Aber für mich ist es ein richtig schwerer Stoß. Oh, das war knapp. In der Regel sind wir keine erfahrenen Billardspieler. Wenn Menschen großen Aufgaben gegenüberstehen, machen sie Fehler. Im Zentrum aller klassischen Modelle steht ein unerschütterliches Vertrauen in freie Märkte. Regulierungen und staatliches Eingreifen sollen so gering wie möglich sein, sowohl auf dem täglichen Konsummarkt als auch auf den gigantischen Geldmärkten der Wall Street. Klassische Ökonomen glauben, dass wir das weltweite Wohlstandswachstum in den letzten 30 Jahren allein freien Märkten zu verdanken haben. Dies hat etwa 1 Milliarde Menschen aus richtiger Armut befreit. Sie hatten 1 Dollar oder 2 Dollar täglich. Das ist richtige Armut. Und der freie Markt hat diese Menschen da rausgeholt. 2008 kommt der Crash. Der Aktienmarkt fällt um mehr als 40%. Und offensichtlich irrationales Finanzverhalten beherrscht das Finanzparkett. 14 Billionen Dollar an amerikanischem Vermögen sind vernichtet. Angst ergreift die Märkte. Und die Finanzexperten? Sie rechnen schon mit dem Schlimmsten. Fürchterlich, wenn das alles plötzlich zum Stillstand käme. Die Folgen wären jenseits unserer Vorstellungskraft. Es gäbe Hunger, Krieg, Streit. Es gäbe eine umfassende Arbeitslosigkeit. Das Chaos scheint Jahrzehnte ökonomischen Denkens zu schwächen. Keiner der Ökonomen hat das kommen sehen. Es bleibt ein Schandmal und das ist kein gutes Zeichen für Märkte. This market took 5 years to go higher. It's now down 40%. This was one. Der Crash reißt den Graben zwischen den klassischen Ökonomen und den Verhaltensökonomen weit auseinander. Der Crash spielt eine große Rolle, denn ein Großteil des Verhaltens, das zu dem Crash führte, konnte von den Ökonomen bisher nicht erklärt werden. Entschuldigung, aber das ist kein Argument. Das ist eine Beleidigung, eine sinnlose Beleidigung.
Ich denke nicht, dass es ein Fehler der Wirtschaftswissenschaft ist, aber die Ökonomen waren schon immer die Prügelknaben. Sie sind es gewöhnt. Wer also hat recht? Entscheiden wir bei Geld rational, vernünftig oder spielen Gefühle eine größere Rolle als zuvor angenommen? Sind die Experimente der Verhaltensökonomie auch außerhalb des Labors gültig? Wir fragen in einem Einkaufszentrum in Chicago, ob die Käufer es vorziehen, $100 in einem Jahr zu bekommen oder $102 in einem Jahr und einem Tag. $102 in einem Jahr und einem Tag. $102. Ein Jahr und ein Tag. Ich kann den einen Tag noch warten für die $102. Das macht keinen Unterschied. Ich nehme $102 in einem Jahr und einem Tag. Sie alle treffen die vernünftige Entscheidung. Aber es ist schon ein Tag mehr bei einem Jahr Wartezeit. Und wählen den höheren Betrag. Dann werden sie gefragt, ob sie $100 heute oder $102 morgen bevorzugen würden. Die rationale Wahl ist immer noch der höhere Betrag. $100 jetzt. Ich nehme die $100 heute. Ich würde $100 heute bevorzugen. Heute. Ich nehme die $100 heute. Der Wunsch nach schneller Belohnung. Heute $100. Ist stärker als ihr vernünftiges Eigeninteresse. Es gibt so etwas wie eine gegenwärtige Verhaltensanomalie. Wenn wir etwas sofort haben können, ist die Versuchung sehr groß. Verhaltensökonomen sagen, dass diese Anomalie dafür sorgt, dass wir weniger sparen, als wir sollten. Und es gibt weitere psychologische Kräfte, die unsere Entscheidungen beeinflussen. In diesem Experiment sollen Studenten ein Gebot für eine Flasche Wein abgeben. Die klassische Ökonomie legt nahe, dass die Studenten sorgfältig berechnen, was ihnen die Flasche Wein wert ist. Bevor die Auktion beginnt, müssen sie zudem die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer auf das Gebotsblatt schreiben. Erstaunlicherweise bieten diejenigen mit den höchsten Sozialversicherungsnummern auch am höchsten. Unabsichtlich sind sie durch eine vollkommen irrelevante Nummer beeinflusst worden. Das ist ein tolles Beispiel für Beeinflussung. Menschen beziehen sich auf Nummern, die man ihnen zugeteilt hat, auch wenn sie, wie hier, willkürlich aus den letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer bestehen. Eine beinahe unwiderstehliche Kraft. Zeigen solche Experimente Schwachstellen in den Thesen der klassischen Ökonomie auf? Das sind Menschen im Labor. Klassische Ökonomen haben es dagegen mit Menschen in der echten Welt zu tun. Das ist der Unterschied. Die Experimente sind sehr interessant, auch für mich. Doch in welchem Ausmaß lassen sich Laborergebnisse auf das Verhalten von Menschen in der wirklichen Welt übertragen? Erklären Sie das Phänomen im ganzen Markt? Für Wirtschaftswissenschaftler wie Cochrane spielt es keine Rolle, wenn einzelne Menschen sich manchmal gegen ihren finanziellen Vorteil verhalten, solange die meisten von uns sich in Gelddingen meistens vernünftig verhalten. Nirgends ist dieser Gedanke wichtiger als hier, an der New Yorker Börse, wo die Makler Aktien kaufen und verkaufen. Durch ihre Entscheidungen steigen und fallen die Preise. Für manche Investoren bedeutet dies Vermögenszuwachs. Für andere ist es ein finanzieller Verlust. Heutzutage ist der Handel auf dem Börsenparkett nur ein kleines Rad im großen globalen Getriebe der Finanzmärkte. Technisch gesehen kann der Handel überall stattfinden. Trading up $2 on earnings. We got 50 to buy. Bei Night Trading, einem der größten privaten Handelshäuser weltweit, kaufen und verkaufen die Makler alles von Aktien und Währungen bis hin zu Waren wie Öl und Gold. You know what? I have stuff in the opening. I won't pay over that. $8 through the upside on 8. Sell. Und genau wie Adam Smith es beschreibt, stehen die Makler hier in einem intensiven Wettbewerb, um für ihre Kunden und sich selbst so viel Geld wie möglich zu verdienen. Hey Tommy, the 38,000 guy added 50, so. Warum ist das, was sich an Orten wie diesem abspielt, so wichtig?
Die meisten von uns nutzen Finanzprodukte wie Hypotheken oder Investmentfonds. Die Firmen, die uns diese Produkte verkaufen, nehmen unser Geld und investieren es, um es auf den Finanzmärkten zu vermehren. Wenn Makler Gewinne einfahren, können sie uns günstigere Hypotheken und bessere Investmentfondsrenditen anbieten. Das Ergebnis ist eine Geldmatrix, die uns alle verbindet. Das Ganze beruht auf einem Wirtschaftsmodell, das annimmt, die meisten von uns inklusive der Makler verhalten sich meistens vernünftig. Aber was, wenn dieses Modell nicht zutreffend ist? Stocks shot higher, giving the Dow its best day in almost two years. 2005 ist der Höhepunkt der klassischen Ökonomie. Die Zeiten sind gut und das seit einigen Jahren. Viele glauben, dass die Boomjahre noch anhalten. But those in the housing business, these are gold rush days. Der Ökonom Robert Shiller ist nicht überzeugt. Es schien mir, dass da Selbstgefälligkeit vorherrschte, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Er glaubt, dass der Boom eine Illusion ist. Eine Sache beunruhigt ihn ganz besonders. Die Immobilienpreise sind über Jahrzehnte um 6% pro Jahr gestiegen. Im Jahr 2005 an manchen Orten sogar um 25%. Das war absolut ungewöhnlich. Der Gedanke, dass die Eigenheimpreise stetig steigen, ließ die Menschen glauben, sie hätten die beste aller Investitionen gefunden. Die Diskussion darüber, ob steigende Immobilienpreise das Ergebnis einer kollektiven Hysterie oder eines rationalen Kalküls sind, spitzt sich zu. Im Jahr 2005 gehen die wirtschaftlichen Modelle davon aus, dass die Verbraucher genaue Berechnungen über ihre Hypotheken anstellen. Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass wir uns keine Sorgen machen sollten über Menschen, die Hypotheken von bis zu 100% des Kaufpreises aufnehmen, quasi ohne Eigenkapital, denn sie werden diese Hypotheken nur dann aufnehmen, wenn sie alle relevanten Berechnungen angestellt haben. In Wahrheit aber führen steigende Immobilienpreise dazu, dass viele Verbraucher Hypotheken aufnehmen, die sie sich nicht leisten können. In der Hoffnung, dass der steigende Wert ihrer Immobilie im Ernstfall die Schulden abdeckt. Warum sind so viele Leute bereit, ein solch hohes Risiko einzugehen? An der Universität Stanford sind die Wissenschaftler über eine mögliche Antwort gestolpert. Zunächst einmal hat ihre Forschung nichts mit Geld zu tun. Sie wird nicht einmal von Wirtschaftswissenschaftlern durchgeführt. Psychologen benutzen leistungsstarke Hirnscanner, um die Geheimnisse des menschlichen Geistes zu erforschen, insbesondere die Gefühle. Ich habe ins menschliche Gehirn geschaut, weil ich an Emotionen interessiert war. Ich suchte nach einem Zugang zur Gefühlswelt. Knutzen möchte wissen, wie Emotionen eines der ältesten Areale unseres Gehirns beeinflussen, das sich vor sehr langer Zeit entwickelt hat. Je tiefer der Bereich im Gehirn liegt, desto weiter reicht er in der Evolution zurück. Wir Menschen haben diese subkortikalen Bereiche tief im Gehirn, die sehr alt sind. Dieser Teil des Gehirns heißt Nucleus accumbens und bedient die ursprünglichsten menschlichen Bedürfnisse. Zum Überleben ist es sehr sinnvoll, dass natürliche Belohnungen wie Nahrung und Sex diesen Schaltkreis aktivieren, damit man sich diese Belohnungen holt. Dieses Gehirnareal spielt eine entscheidende Rolle in der Drogensucht. Aus Neugier versucht Knutzen, Dinge zu finden, die den Nucleus accumbens genauso reizen wie die Aussicht auf Sex und Drogen. Deshalb bittet er Testpersonen, sich vorzustellen, dass sie Geld erhalten werden. Bei Geld fanden wir eine sehr sichere Aktivierung dieser emotionalen Schaltkreise. Das bedeutet, nicht nur Sex, Drogen oder Nahrung aktivieren diese Schaltkreise, sondern auch Geld, und zwar sehr stark.
Erklärt diese Erkenntnis das zum Teil wahnsinnige Verhalten von Finanzmaklern und Verbrauchern während des Immobilienbooms? Steigende Immobilienpreise sind ein Beispiel für ein Phänomen, das auch Spekulationsblase genannt wird. Preise von Vermögenswerten koppeln sich vom realen Wert ab und steigen höher und höher. Robert Schiller glaubt, dass emotionale Begeisterung die Spekulationsblase antreibt. Es spielt sich Folgendes ab. Wenn die Blase wächst, kommen immer mehr Leute hinein, weil sie neidisch sind auf andere Menschen, die schamlos prahlen. Ich habe mehr Geld verdient als du mit deiner Arbeit im ganzen letzten Jahr. Und für einen Moment denkst du, dass das nicht richtig sein kann. Aber dann denkst du, vielleicht lag ich ja falsch, vielleicht sollte ich das auch tun. Menschliche Gefühle befeuern die Blase. Diese Verknüpfung mit Gefühlen lässt viele klassische Ökonomen das Konzept von den Spekulationsblasen ablehnen. Ich dachte, ich wüsste, was Blase bedeutet, aber heute weiß ich es nicht mehr. Ich habe mein Abo von The Economist gekündigt, da das Wort Blase dort jetzt dreimal auf jeder Seite erscheint. Das ist vollkommen überflüssig und hirnlos. Der Finanzjournalist Justin Fox hat die Geschichte der Spekulationsblasen untersucht und herausgefunden, was passiert, wenn sie platzen. Schon die erste war höchst seltsam. Um 1630 kauften und verkauften die Menschen in den Niederlanden Tulpenzwiebeln. Es gab eine totale Massenhysterie über mehrere Jahre. Hunderte von Leuten, Handwerker, gaben ihre Werkstatt auf und nannten sich Floristen, obwohl sie eigentlich Händler für Tulpenzwiebeln waren. Es war ein richtiger Finanzmarkt. Der Preis für Tulpen in Holland stieg in solche Höhen, dass eine Tulpenzwiebel manchmal den Wert eines ganzen Hauses hatte. Über einen Zeitraum von 3 Jahren wuchs der Preis für Tulpenzwiebeln stetig und schnellte dann sprunghaft empor. Einigen Berichten zufolge war die Hälfte allen Geldes in der holländischen Wirtschaft damals am Handel mit Tulpen beteiligt. Für viele Historiker ist das wirklich das erste Beispiel für eine Spekulationsblase durch Tulpen. Die Menschen kauften sie nicht so sehr, weil sie Tulpen mochten, sondern weil sie dachten, dass der Preis steigen würde und sie die Blumenzwiebeln dann zu einem höheren Preis weiterverkaufen könnten. Am 5. Februar 1637 schlug der Verkauf der teuersten Zwiebel in Holland fehl und die Tulpeninvestoren gerieten in Panik. Dann platzt die Blase, die Preise beginnen zu fallen. Dann fängt man an zu überlegen. Ich erinnere mich, dass ich am Anfang bezweifelte, dass Tulpen so viel wert sein könnten. Jeder steigt aus und die Preise stürzen. Als die Preise drastisch fielen, waren vormals wohlsituierte Bürger plötzlich pleite. Einige Historiker schätzen, dass es eine ganze Generation dauerte, bis sich die holländische Wirtschaft wieder erholt hatte. Danach gab es noch viele Blasen und Crashs. Der bekannteste vor nicht einmal 100 Jahren. Das Jahr 1929 begann optimistisch. Die Aktienkurse waren 8 Jahre lang kontinuierlich gestiegen und schnellten dann noch weiter empor. Die 1920er Jahre waren aus wirtschaftlicher Sicht großartig. Die Wirtschaft boomte, die Industrie boomte und gegen Ende spiegelten die Finanzmärkte den Aufschwung nicht mehr nur, sondern sie begannen ihn selbst zu gestalten. Überall nur Aufschwung. Am Ende des Jahrzehnts glaubte man an eine neue Ära. Marktbeobachter sprachen von fieberhaften Gefühlen, die Tausende von Investoren dazu trieben, immer höhere Preise für Aktien zu zahlen. In den goldenen 20ern blähte sich der Aktienmarkt zu einer riesigen Blase auf. Die Menschen dachten, dies würde nie enden. Aber dann am 29. Oktober 1929 stürzten die Preise plötzlich und die Stimmung schlug um in Angst und Panik. Über 9000 amerikanische Banken machten Bankrott und vernichteten so die Lebensersparnisse von Millionen Menschen. Eine Weltwirtschaftskrise, die mehr als 10 Jahre anhielt.
25% Arbeitslosigkeit, beinahe die ganzen 30er Jahre hindurch. Dies wurde ausgelöst durch eine Veränderung in der Stimmung der Menschen. In den 20ern waren sie extrem optimistisch, positiv und dann negativ in den 30ern. Die Ansicht, dass Emotionen eine Wirtschaft nach oben oder unten treiben können, wurde zur vorherrschenden Meinung durch die Arbeit des berühmten britischen Ökonomen John Maynard Keynes. There's no danger of a serious rise in the cost of living. Keynes glaubte, dass die Finanzmärkte verrückt spielten, dass der Markt länger irrational bleiben kann, als man selbst zahlungsfähig ist. Keynes sagte, dass Emotionen die Preise in die Höhe steigen und dann einbrechen lassen könnten. Um die Wirtschaft vor diesen gefährlichen Blasen zu schützen, sollten die Märkte streng vom Staat reguliert werden, meinte er. Keynes kam nie zu einem präzisen mathematischen Modell. Und das ist der Grund, warum Keynes schließlich von seinem Berufsstand abgelehnt wurde. Nach dem Crash im Jahr 2008 kämpfen Verhaltensökonomen darum, Keynes' Ideen zu belegen. Die Forscher um Jennifer Lerner in Harvard wollen zeigen, wie sich menschliche Gefühle auf Preise auswirken. Ich bin Sozialpsychologin, keine klinische Psychologin. Ich biete keine Therapie an, sondern mache Experimente im Labor. Ich teile die These, dass vieles, was eine Entscheidung beeinflusst, außerhalb der bewussten Wahrnehmung liegt. Lerner untersucht alle Arten von Emotionen. Heute ist es die Traurigkeit und wie sie finanzielle Entscheidungen beeinflusst. Diese beiden Sensoren messen die Leitfähigkeit der Haut. Das Experiment soll Emotionen auf so niedrigem Niveau auslösen, dass die Versuchsteilnehmer sie nicht einmal wahrnehmen. Sensoren messen die körperlichen Reaktionen von Emotionen. Jetzt können wir die erste Speichelprobe nehmen. Von Herz- und Atemfrequenz bis hin zu den Hormonen im Speichel. Hier sind die körperlichen Signale der Testpersonen. Am Anfang hatten sie eine Zeit der Ruhe, sodass wir sehen konnten, wo sie vor dem Experiment stehen. Wir vergleichen dann diese Werte mit der Situation, wenn sie mitten in einer stressigen finanziellen Entscheidung stecken. Die Personen schauen sich beispielsweise eine Szene in einem traurigen Film an. Ohne ihr Wissen löst dies Traurigkeit auf niedrigem Niveau aus. Ihre Sensoren verraten die emotionale Veränderung. Die Entscheidungsträger unserer Studie wissen nicht, dass die Traurigkeit sich auf sie auswirkt. Auf die Frage, ob der Film ihre Antworten in irgendeiner Form beeinflusst hat, sagen sie nein. Doch nun zum Test. Die Versuchsteilnehmer sollen eine Reihe finanzieller Entscheidungen treffen. Danach werden sie gefragt, wie viel sie für ein Konsumprodukt zahlen würden. In diesem Fall ist es eine Wasserflasche. Lerner vergleicht diese Entscheidungen mit denen der Kontrollgruppe, die den traurigen Film nicht gesehen haben. Hier haben wir einen Versuchsteilnehmer unter neutralen Bedingungen. Die Person würde die Flasche für $2.50 kaufen. Und im Gegensatz dazu haben wir hier die Werte einer Person unter traurigen Bedingungen. Diese Person würde $10 für die Wasserflasche zahlen. Und das ist sehr repräsentativ für unser Experiment. Wenn man traurig ist, gibt man höhere Bewertungen ab. Wenn Traurigkeit Menschen dazu verleitet, wesentlich mehr für eine Wasserflasche zu bezahlen, was passiert dann bei höheren Geldbeträgen? Wir haben auch mit hohen Geldeinsätzen experimentiert, mit $1,000. Und die Ergebnisse sind übertragbar, sogar bei großen Geldbeträgen. Wenn Emotionen Einfluss auf die Preisbildung von Einzelpersonen haben, was passiert dann in Märkten und Volkswirtschaften? Gemäß der klassischen Ökonomie werden die Preise von persönlichem Eigeninteresse gelenkt. Doch für Robert Shiller lässt diese Theorie etwas ganz Offensichtliches außer Acht.
Menschen sind einzigartig einfühlsam. Wir tauschen nicht nur Informationen aus, wir tauschen Emotionen aus. Das ist Empathie und unterscheidet sich von Sympathie. Das bedeutet, ich weiß, was du erlebst, weil ich in meinem Körper dasselbe Gefühl habe wie du. Wenn Schiller recht hat, könnte Empathie dann erklären, wie der grenzenlose Optimismus des Immobilienmarktes die Finanzmärkte angesteckt hat? Dass Stimmungen durch Märkte fegen, streitet keiner der professionellen Makler ab. Der Markt ist eine Verdichtung dessen, was Tausende von Menschen denken. Wenn diese Menschen optimistisch in die Zukunft blicken, geht der Markt hoch. Und wenn sie pessimistisch sind, geht der Markt runter. Letztlich gibt der Markt eine Antwort auf die Frage, sind die Menschen optimistisch oder pessimistisch? Emotionen bewegen den Markt. Für Rationalisten sind Emotionen keine zufriedenstellende Erklärung dafür, wie Märkte funktionieren. Die Beobachtung, dass Menschen Emotionen empfinden, bedeutet gar nichts. Die Aussage, dass Märkte auf Emotionen reagieren, bringt gar nichts. Sie sagt uns nichts darüber, welche Umstände die Märkte nach oben oder unten treiben. Das ist keine wissenschaftliche Theorie. Die Rationalisten sind überzeugt, dass das mathematische Modell die Basis ist, auf der die Finanzmärkte funktionieren. Sie sprechen von der Hypothese des effizienten Marktes und die besagt, dass Finanzmärkte im Wesentlichen wie riesige Rechenmaschinen handeln, die alle relevanten Informationen effizient und schneller als jedes Individuum verarbeiten. Wenn dann einige Makler emotional agieren, macht das keinen Unterschied. Effiziente Märkte können neben irrationalem Verhalten existieren, solange es genug vernünftige Personen gibt, die den Preis auf Kurs halten. In der Effizienzmarkthypothese sind die Finanzmärkte selbst rational und die Preise können zu keinem Zeitpunkt falsch sein. Diese Hypothese wurde von Eugene Famer aufgestellt. Es ist ein wirklich gutes Modell. In der Praxis passt es fast immer. Es hat für viel Aufregung gesorgt und die hält bis heute an. Viele Verhaltensökonomen kritisieren, dass nach dieser Theorie Finanzmärkte gegenüber Kritik oder Kontrolle immun sind. Nach dieser Theorie müssen wir die Märkte als Orakel begreifen. Wenn der Markt wächst, müssen wir fragen, was will uns die Weisheit des Marktes heute sagen? Wenn Märkte effizient arbeiten, gibt es für den Staat keine Notwendigkeit einzugreifen. Denn der Markt wird selbst dafür sorgen, dass die Preise immer im gesunden Gleichgewicht sind. Klassische Ökonomen glauben, dass die Märkte ihre eigenen Mechanismen zur Risikosteuerung haben. Und das haben sie auch. Die erste Maßnahme wurde hier an der Chicago Mercantile Exchange, einer der größten Börsen der Welt, erfunden, wo Makler jeden Tag mit riesigen Geldsummen spekulieren. Die Makler hier verdienen Geld, indem sie Menschen erfolgreich gegen Risiken versichern, auch die landwirtschaftlichen Erzeuger von Schweinehälften oder Orangen. Lange bevor diese Orange zu einer Orange wurde, musste der Bauer sie anbauen. Er kennt den Preis dieser Orange nicht, wenn sie schließlich 10 Monate später auf den Markt kommt. Wird er einen Gewinn machen? Landwirte sichern sich ab für den Fall, dass der Preis von Orangen abstürzt. Auf keinem Markt wird eine Orange von einem Makler zum nächsten wandern. Und doch werden Orangen auf einem unsichtbaren Markt umgeschlagen. Das ist ein Risikotransfermechanismus. Als Börsenvorsitzender übertrug Leo Melamed diese Idee von den Orangen auf Finanzanlagen. In einem Vertrag, der als Derivat bekannt wurde. Wenn man befürchtet, dass eine Finanzanlage plötzlich an Wert verliert, kann man nun Derivate kaufen, die zahlen, wenn dieser Fall eintritt.
Jeder in der Welt nutzt diese oder eine andere Form von Finanzderivaten, um bestehende Risiken abzusichern. Derivate sind so nützlich, dass sie über die Handelsbörse hinaus komplexe neue Formen angenommen haben. Es wurden sogar welche gebildet, die das Risiko von Millionen von Haushypotheken absichern sollen. Aber da all diese verschiedenen Risiken immer größer werden, muss jemand sie erfassen. In den modernen Finanztempeln ist die Atmosphäre nicht wie auf dem Börsenparkett, sondern viel akademischer. Kein Wunder, die meisten Makler hier haben einen Hochschulabschluss in Mathematik. Diese Makler werden Quants genannt, weil sie Gleichungen und Statistiken verwenden, um ihre Risiken mathematisch zu beziffern. Erst dann programmieren sie ihre Computer für Handelsgeschäfte. Die Finanzmärkte werden heutzutage von dem hochmathematischen Ansatz der Quants bestimmt. Einem Ansatz, der entwickelt wurde, um Risiken vernünftig und wissenschaftlich zu bewerten. Es gibt immer noch Momente im Handel, die Kunst und keine Wissenschaft sind. Doch seit etwa 20 Jahren werden immer mehr Aspekte als Wissenschaft betrachtet. Ein Quant wälzt sich durch Tonnen von Daten auf der Suche nach Mustern und versucht, die Leistung zu steigern. Derivate für das Risikomanagement und Mathematik, um es zu beziffern, überzeugen viele davon, dass Märkte gut funktionieren und Blasen und Crashs der Vergangenheit angehören. Wenn Sie das glauben, glauben Sie auch, dass Schweine fliegen. Als ich zum ersten Mal von diesen Theorien einiger Wissenschaftler hörte, dachte ich, sie seien schlecht informiert in ihrem Elfenbeinturm der Forschung. Jeremy Grantham ist ein sehr erfolgreicher Investor. In den letzten 40 Jahren hat er sein Geld damit verdient, Blasen zu finden und gegen diese zu wetten. Wir haben 27 Blasen gefunden. Grantham glaubt, dass Blasen zwangsläufig auftreten und das in einem berechenbaren Rhythmus. Euphorie treibt die Preise nach oben. Realismus lässt sie wieder fallen. Irgendwann dann kommt die Panik und alle laufen wie Lemminge in die entgegengesetzte Richtung. And the lemmings head in the opposite direction. An der Chapman-Universität in Kalifornien untersucht Vernon Smith diese Konjunkturzyklen. Viele Ökonomen hassen Blasen, weil sie so schwer zu verstehen sind. In einem Handelsexperiment untersucht Smith, was passiert, wenn Studenten gegeneinander antreten, um Geld zu erwirtschaften. Dies ist keine Unterrichtssituation. Man soll so viel Geld machen, wie man nur kann. Wenn sie das Spiel gut spielen, können die Studenten Hunderte von Dollar verdienen. Echtes Geld, richtiges Geld. Jeder hat zum Start Vermögenswerte erhalten und dazu die Information, dass das Guthaben im Laufe der Zeit verfällt. Am Ende des Spiels wird es nichts mehr wert sein. Es wird genau 15 Handelsperioden lang bestehen. Und die Frage ist, ob diese Information die Preise bestimmt oder ob die Preise, zu denen Sie handeln, davon abweichen. Okay, das Experiment beginnt. Auf einem Bildschirm sehen die Studenten die Preise der anderen Makler, zu denen sie verkaufen oder kaufen. Und sie sehen auch den Vermögenswert, der schonungslos abnimmt. Er wird als gestrichelte schwarze Linie dargestellt, die nach unten geht. Während die Preise steigen, erreichen sie den tatsächlichen Wert des Vermögens und etwas Seltsames passiert. Der Preis ist in die Höhe geschnellt. Sie handeln jetzt weit über dem tatsächlichen Wert. Ein ganz schöner Rausch, weit über dem Grundwert. Im Kaufrausch lassen die Studenten nun die Tatsache außer Acht, dass das Vermögen bald wertlos sein wird. Wir sind in der 10. Periode und am Ende der 15. sind diese Vermögenswerte nichts mehr wert. Noch zum Ende hin bleibt der Preis weit über dem realen Wert. Die Kurve bildet eine klassische Blase ab. Und als die Spieler versuchen auszusteigen, will keiner mehr kaufen. Statt Hunderte von Dollar zu verdienen, schauen die Studenten zu, wie die Kurve kollabiert und nichts übrig bleibt.
Dieses Experiment zeigt, dass Spekulationsblasen ein inhärenter Teil von Finanzmärkten sein könnten. Wir haben das Experiment hundertfach durchgeführt mit den unterschiedlichsten Versuchspersonen. In Chicago mit Wertpapierhändlern. Sie produzierten eine wunderbare Blase. Eine Spekulationsblase, bei der die Preise erst steigen und dann plötzlich abstürzen. Wie konnte uns ein so simples Muster an den Rand einer wirtschaftlichen Katastrophe bringen? Im Jahr 2005 steigen die Immobilienpreise und die Mechanismen, auf die klassische Ökonomen zählen, um die Märkte abzusichern, werden Teil des Problems. Die großen Finanzinstitute geben Derivate im Wert von mehreren Milliarden Dollar aus, um die Hypothekengeber vor Kreditausfällen zu schützen. Und bei jedem Derivat konnte man 6% seines Gesamtwertes verdienen, wie in einer Goldmine. Die Derivate werden an der Börse gehandelt. Ihr Preis schnellt in die Höhe und plötzlich sind sie die Tulpenzwiebeln des 21. Jahrhunderts. Innerhalb weniger Jahre beläuft sich ihr Wert auf 60 Billionen Dollar. Das hält so lange an, wie die Quants das Risiko genau berechnen. Doch ihr mathematisches Modell geht davon aus, dass die Marktpreise immer korrekt sind. Das Modell ging davon aus, dass die Immobilienpreise weiter steigen würden, dass nur wenige Menschen bei sehr riskanten Darlehen in Verzug geraten würden. Es nahm quasi an, dass es keine wirtschaftlichen Zyklen mehr geben würde. Sobald die Immobilienpreise sinken, bricht das Modell zusammen. Die Preise für Derivate fallen und den Finanzinstituten bleiben Milliarden Dollar Schulden. Die Banken konnten die Derivate nicht verkaufen. Ihr Preis war gleich null. Vor dem Crash gab es dieses intellektuelle Gedankengebäude, das auf den Theorien von rationalem Entscheidungsverhalten basierte. Wie kann man behaupten, der Markt sei rational und wisse, was er tue, wenn er eindeutig auch aufhören kann zu funktionieren? Als Angst den Markt ergreift, ziehen die Finanzfirmen ihr Geld zurück. Und leihen sich untereinander kein Geld mehr. Und diese Verunsicherung führt zu etwas, das sehr an Panik erinnert. Sie können es Panik nennen, aber in meinen Augen ist es nur eine Geschmacksveränderung. Gefühle steuern die Vernunft des Menschen. Wenn ein Löwe kommt, ist es wichtig, Adrenalin zu spüren und Angst. Und dann trifft man die vernünftige Entscheidung, mit einem Affenzahn wegzurennen. Wenn wir noch mal 30 Jahre haben werden, wie in der Vergangenheit, einschließlich dieser Rezession, wird dies ein großer Triumph sein. Those of us who have looked to the self-interest of lending institutions are in a state of shock disbelief. Wir glauben, wir haben ein gutes System, das alle Risiken berücksichtigt, aber das stimmt nicht. Die Menschen glauben zu sehr an die Theorie. Sie waren bereit, riesige Wetten abzuschließen aufgrund einer Theorie, die einfach nicht richtig war. Gleich im Anschluss diskutiert Gerd Skobel mit seinen Gästen über die Psychologie ökonomischer Entscheidungsprozesse. Gleich hier in Dreisat. Ein ungewöhnliches Experiment. Okay, wer ist bereit? Wird alles, was wir über Geld zu wissen glauben, in Frage stellen. Wer bietet mit? Ein 20-Dollar-Schein wird versteigert. Ein Dollar. Höre ich zwei Dollar? Höre ich drei? Drei da hinten. Und vier. Bieten Sie fünf? Fünf. Sechs. Sieben. Die Regeln sind einfach. Wer am höchsten bietet, bekommt den 20-Dollar-Schein.
Doch es gibt einen Haken. Der zweithöchste Bieter erhält nichts, sondern zahlt statt dessen, was er geboten hat. Höre ich 20? $20. Der emotionale Wunsch zu gewinnen treibt die Gebote in die Höhe. Und die Angst zu verlieren treibt die Gebote weit über den Nennwert des Geldscheins. 28. Was ist mit 29? 28 zum ersten? Diese Auktion ist ein Schlüsselexperiment der Verhaltensökonomie. $20 gehen für $28 an den Herren dort. Und Sie schulden mir noch $27. Wirtschaftswissenschaftler, die Verhaltensforschung betreiben, sind davon überzeugt, dass sich der Mensch, wenn es ums Geld geht, häufig irrational verhält. Es gibt viele Möglichkeiten, von der Vernunft abzuweichen. Menschen nutzen gar nicht die Informationen, die sie sinnvoll finden, sondern solche, von denen sie selbst sagen, es wäre verrückt, diese zu nutzen. Die Vorstellung, dass Menschen sich in Geldfragen irrational verhalten können, ist so radikal nicht. Und doch stellt sie Wirtschaftstheorien in Frage, die seit mehr als 5 Jahrzehnten die Ökonomie beherrscht haben. Die Universität von Chicago. Sie hat mehr Nobelpreisträger für Wirtschaft hervorgebracht als irgendeine andere Institution auf der Welt. Fast alle hier sind der Auffassung, dass Menschen in Gelddingen sehr rational entscheiden. Einer der bedeutendsten Vertreter dieser These ist Gary Becker. Die überzeugendste Theorie, die wir meiner Meinung nach haben, versteht Wirtschaftswissenschaft als die Theorie vom rationalen Verhalten auf individuellem Niveau. Das ist unsere Grundlage. So what is economics? Economics is a way of thinking about things. John Cochrane ist ein weiterer führender Verfechter dieses Modells, das Wirtschaft mit rationalem Verhalten erklärt. By thinking about how people behave. People's behavior. Dieses Modell hat 1776 der Begründer der modernen Wirtschaftslehre Adam Smith erstmals in seinem Buch Der Wohlstand der Nationen beschrieben. Er ging an die Ökonomie heran wie Newton und Galileo an die Physik. Er machte grundlegende Erkenntnisse. Menschen, die in ihrem eigenen Interesse handeln, können sich in Märkten koordinieren und wunderbare Ergebnisse hervorbringen. Aber was meinte Adam Smith mit vernünftigem und von Eigennutz gesteuertem Verhalten? Beinahe jeder heutzutage überlegt ständig, wie er seinen Wohlstand vermehren kann. Adam Smith sagte, dass Menschen vernünftig, sogar egoistisch handeln. Bevor ein Konsument eine Kaufentscheidung trifft, berechnet er den Eigennutz. Egal ob Taxifahrt oder Aktienkauf, er strebt immer danach, keinen Cent mehr zu zahlen als nötig. Gefühle stören diese finanziellen Abwägungen nicht, glaubt Smith. Und so reguliert sich die Wirtschaft von selbst, weil jeder sich im besten Eigeninteresse verhält. Seine Rückschlüsse sind sehr modern. Im Laufe der Jahre haben Wirtschaftswissenschaftler diese Ergebnisse zwar noch ein wenig verändert, aber Adam Smith formulierte die grundlegenden Erkenntnisse. Adam Smiths Erkenntnisse, wie vernünftige Menschen finanzielle Entscheidungen treffen, werden heute in präzisen mathematischen Gleichungen ausgedrückt. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste man, um ernst genommen zu werden, Dinge mathematisch beschreiben. Ökonomie war von Anfang an die Wissenschaft von kopfgesteuerten, gierigen Menschen, die sich selbst bereichern möchten. Und man kann das jetzt auf sehr elegante Weise mathematisch ausdrücken. Heutzutage sind diese mathematischen Modelle die wichtigsten Instrumente der Ökonomen, um Politik zu gestalten, die uns alle betrifft. Von staatlich festgelegten Steuersätzen bis hin zu Zinssätzen für Bankkredite. Verhaltensökonomen kritisieren, dass diese Modelle Adam Smiths Erkenntnisse zu wörtlich nehmen. Diese Modelle unterstellen, dass Menschen ständig gewaltige Berechnungen mit riesigen Datenmengen machen.
Das wichtigste Modell des Verbraucherverhaltens geht davon aus, dass wir niemals etwas kaufen, ohne vorher die Auswirkungen bis hin zu unserer Altersversorgung zu berechnen. Und wir sind so gut in Mathe, dass wir mit Zins und Zinseszins vor dem Kauf unsere Zufriedenheit danach berechnen. Was soll das Gerede? Welchen Zinssatz habe ich im Kopf? Dieses Modell verlangt, dass jeder konsequent danach handelt. Klassische Ökonomen räumen ein, dass Menschen diese Berechnungen nicht wirklich anstellen. Lehrbücher für Ökonomie schreiben immer, Menschen verhalten sich so, als ob sie dieses oder jenes tun. Wir glauben nicht, dass Menschen tatsächlich solche Berechnungen durchführen. Wir sagen nur, dass sie sich so verhalten, als ob sie es täten. Verhaltensökonomen sind davon nicht überzeugt. Zur Verteidigung ihrer klassischen Wirtschaftstheorie haben Ökonomen auf professionelle Billardspieler verwiesen und behauptet, die wüssten zwar nichts über Physik oder Trigonometrie, aber sie spielten so, als wüssten sie es. Das ist lächerlich. Nehmen wir einen leichten Stoß. Ich könnte das schaffen. Und ein Profi schafft das. Und ich schaffe es auch. Aber nehmen wir mal an, ich möchte diesen Ball in das Loch da stoßen. Nun, ich kenne die Trigonometrie. Ich muss die Winkel richtig treffen und so weiter. Ein Profi hätte damit kein Problem. Aber für mich ist es ein richtig schwerer Stoß. Oh, das war knapp. In der Regel sind wir keine erfahrenen Billardspieler. Wenn Menschen großen Aufgaben gegenüberstehen, machen sie Fehler. Im Zentrum aller klassischen Modelle steht ein unerschütterliches Vertrauen in freie Märkte. Regulierungen und staatliches Eingreifen sollen so gering wie möglich sein, sowohl auf dem täglichen Konsummarkt als auch auf den gigantischen Geldmärkten der Wall Street. Klassische Ökonomen glauben, dass wir das weltweite Wohlstandswachstum in den letzten 30 Jahren allein freien Märkten zu verdanken haben. Dies hat etwa 1 Milliarde Menschen aus richtiger Armut befreit. Sie hatten 1 Dollar oder 2 Dollar täglich. Das ist richtige Armut. Und der freie Markt hat diese Menschen da rausgeholt. 2008 kommt der Crash. Der Aktienmarkt fällt um mehr als 40%. Die Diskussion darüber, ob steigende Immobilienpreise das Ergebnis einer kollektiven Hysterie oder eines rationalen Kalküls sind, spitzt sich zu. Im Jahr 2005 gehen die wirtschaftlichen Modelle davon aus, dass die Verbraucher genaue Berechnungen über ihre Hypotheken anstellen. Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass wir uns keine Sorgen machen sollten über Menschen, die Hypotheken von bis zu 100% des Kaufpreises aufnehmen, quasi ohne Eigenkapital, denn sie werden diese Hypotheken nur dann aufnehmen, wenn sie alle relevanten Berechnungen angestellt haben. In Wahrheit aber führen steigende Immobilienpreise dazu, dass viele Verbraucher Hypotheken aufnehmen, die sie sich nicht leisten können. In der Hoffnung, dass der steigende Wert ihrer Immobilie im Ernstfall die Schulden abdeckt. Warum sind so viele Leute bereit, ein solch hohes Risiko einzugehen? An der Universität Stanford sind die Wissenschaftler über eine mögliche Antwort gestolpert. Zunächst einmal hat ihre Forschung nichts mit Geld zu tun. Sie wird nicht einmal von Wirtschaftswissenschaftlern durchgeführt. Psychologen benutzen leistungsstarke Hirnscanner, um die Geheimnisse des menschlichen Geistes zu erforschen, insbesondere die Gefühle. Ich habe ins menschliche Gehirn geschaut, weil ich an Emotionen interessiert war. Ich suchte nach einem Zugang zur Gefühlswelt. Knudsen möchte wissen, wie Emotionen eines der ältesten Areale unseres Gehirns beeinflussen, das sich vor sehr langer Zeit entwickelt hat. Je tiefer der Bereich im Gehirn liegt, desto weiter reicht er in der Evolution zurück. Wir Menschen haben diese subkortikalen Bereiche tief im Gehirn, die sehr alt sind. Dieser Teil des Gehirns heißt Nucleus accumbens und bedient die ursprünglichsten menschlichen Bedürfnisse.
Zum Überleben ist es sehr sinnvoll, dass natürliche Belohnungen wie Nahrung und Sex diesen Schaltkreis aktivieren, damit man sich diese Belohnungen holt. Dieses Gehirnareal spielt eine entscheidende Rolle in der Drogensucht. Aus Neugier versucht Knudsen, Dinge zu finden, die den Nucleus accumbens genauso reizen wie die Aussicht auf Sex und Drogen. Deshalb bittet er Testpersonen, sich vorzustellen, dass sie Geld erhalten werden. Bei Geld fanden wir eine sehr sichere Aktivierung dieser emotionalen Schaltkreise. Das bedeutet, nicht nur Sex, Drogen oder Nahrung aktivieren diese Schaltkreise, sondern auch Geld, und zwar sehr stark. Erklärt diese Erkenntnis das zum Teil wahnsinnige Verhalten von Finanzmaklern und Verbrauchern während des Immobilienbooms? Steigende Immobilienpreise sind ein Beispiel für ein Phänomen, das auch Spekulationsblase genannt wird. Preise von Vermögenswerten koppeln sich vom realen Wert ab und steigen höher und höher. Robert Schiller glaubt, dass emotionale Begeisterung die Spekulationsblase antreibt. Es spielt sich Folgendes ab. Wenn die Blase wächst, kommen immer mehr Leute hinein, weil sie neidisch sind auf andere Menschen, die schamlos prahlen. Ich habe mehr Geld verdient als du mit deiner Arbeit im ganzen letzten Jahr. Und für einen Moment denkst du, dass das nicht richtig sein kann. Aber dann denkst du, vielleicht lag ich ja falsch, vielleicht sollte ich das auch tun. Menschliche Gefühle befeuern die Blase. Diese Verknüpfung mit Gefühlen lässt viele, auch wenn sie, wie hier, willkürlich aus den letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer bestehen, eine beinahe unwiderstehliche Kraft. Zeigen solche Experimente Schwachstellen in den Thesen der klassischen Ökonomie auf? Das sind Menschen im Labor. Klassische Ökonomen haben es dagegen mit Menschen in der echten Welt zu tun. Das ist der Unterschied. Die Experimente sind sehr interessant, auch für mich. Doch in welchem Ausmaß lassen sich Laborergebnisse auf das Verhalten von Menschen in der wirklichen Welt übertragen? Erklären Sie das Phänomen im ganzen Markt? Für Wirtschaftswissenschaftler wie Cochrane spielt es keine Rolle, wenn einzelne Menschen sich manchmal gegen ihren finanziellen Vorteil verhalten, solange die meisten von uns sich in Gelddingen meistens vernünftig verhalten. Nirgends ist dieser Gedanke wichtiger als hier, an der New Yorker Börse, wo die Makler Aktien kaufen und verkaufen. Durch ihre Entscheidungen steigen und fallen die Preise. Für manche Investoren bedeutet dies Vermögenszuwachs. Für andere ist es ein finanzieller Verlust. Heutzutage ist der Handel auf dem Börsenparkett nur ein kleines Rad im großen globalen Getriebe der Finanzmärkte. Technisch gesehen kann der Handel überall stattfinden. Trading up $2 on earnings. We got 50 to buy. Bei Night Trading, einem der größten privaten Handelshäuser weltweit, kaufen und verkaufen die Makler alles von Aktien und Währungen bis hin zu Waren wie Öl und Gold. You know what? I have stuff in the opening. I won't pay over that. $8 through the upside on 8. Sell. Und genau wie Adam Smith es beschreibt, stehen die Makler hier in einem intensiven Wettbewerb, um für ihre Kunden und sich selbst so viel Geld wie möglich zu verdienen. Hey Tommy, the 38,000 guy added 50, so. Warum ist das, was sich an Orten wie diesem abspielt, so wichtig? Die meisten von uns nutzen Finanzprodukte wie Hypotheken oder Investmentfonds. Die Firmen, die uns diese Produkte verkaufen, nehmen unser Geld und investieren es, um es auf den Finanzmärkten zu vermehren. Wenn Makler Gewinne einfahren, können sie uns günstigere Hypotheken und bessere Investmentfondsrenditen anbieten. Das Ergebnis ist eine Geldmatrix, die uns alle verbindet.
Das Ganze beruht auf einem Wirtschaftsmodell, das annimmt, die meisten von uns inklusive der Makler verhalten sich meistens vernünftig. Aber was, wenn dieses Modell nicht zutreffend ist? Stocks shot higher, giving the Dow its best day in almost two years. 2005 ist der Höhepunkt der klassischen Ökonomie. Die Zeiten sind gut und das seit einigen Jahren. Viele glauben, dass die Boomjahre noch anhalten. For those in the housing business, these are gold rush days. Der Ökonom Robert Shiller ist nicht überzeugt. Es schien mir, dass da Selbstgefälligkeit vorherrschte, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Er glaubt, dass der Boom eine Illusion ist. Eine Sache beunruhigt ihn ganz besonders. Die Immobilienpreise sind über Jahrzehnte um 6% pro Jahr gestiegen. Im Jahr 2005 an manchen Orten sogar um 25%. Das war absolut ungewöhnlich. Der Gedanke, dass die Eigenheimpreise stetig steigen, ließ die Menschen glauben, sie hätten die beste aller Investitionen gefunden. Und offensichtlich irrationales Finanzverhalten beherrscht das Finanzparkett. 14 Billionen Dollar an amerikanischem Vermögen sind vernichtet. This has truly been a manic Monday on Wall Street. Angst ergreift die Märkte. Und die Finanzexperten? We haven't seen anything like this since. Sie rechnen schon mit dem Schlimmsten. I shudder to think of it. All of that stopped. Fürchterlich, wenn das alles plötzlich zum Stillstand käme. Die Folgen wären jenseits unserer Vorstellungskraft. Es gäbe Hunger, Krieg, Streit. Es gäbe eine umfassende Arbeitslosigkeit. Das Chaos scheint Jahrzehnte ökonomischen Denkens zu schwächen. Keiner der Ökonomen hat das kommen sehen. Es bleibt ein Schandmal und das ist kein gutes Zeichen für Märkte. This market took 5 years to go higher. It's now down 40%. This was one. Der Crash reißt den Graben zwischen den klassischen Ökonomen und den Verhaltensökonomen weit auseinander. Der Crash spielt eine große Rolle, denn ein Großteil des Verhaltens, das zu dem Crash führte, konnte von den Ökonomen bisher nicht erklärt werden. Entschuldigung, aber das ist kein Argument. Das ist eine Beleidigung, eine sinnlose Beleidigung. Ich denke nicht, dass es ein Fehler der Wirtschaftswissenschaft ist, aber die Ökonomen waren schon immer die Prügelknaben. Sie sind es gewöhnt. Wer also hat recht? Entscheiden wir bei Geld rational, vernünftig oder spielen Gefühle eine größere Rolle als zuvor angenommen? Sind die Experimente der Verhaltensökonomie auch außerhalb des Labors gültig? Wir fragen in einem Einkaufszentrum in Chicago, ob die Käufer es vorziehen, $100 in einem Jahr zu bekommen oder $102 in einem Jahr und einem Tag. $102 in einem Jahr und einem Tag. $102. Ein Jahr und ein Tag. Ich kann den einen Tag noch warten für die $102. Das macht keinen Unterschied. Ich nehme $102 in einem Jahr und einem Tag. Sie alle treffen die vernünftige Entscheidung. Was ist schon ein Tag mehr bei einem Jahr Wartezeit? Und wählen den höheren Betrag. Dann werden sie gefragt, ob sie $100 heute oder $102 morgen bevorzugen würden. Die rationale Wahl ist immer noch der höhere Betrag. $100 jetzt. Ich nehme die $100 heute. Ich würde $100 heute bevorzugen. Heute. Ich nehme die $100 heute. Der Wunsch nach schneller Belohnung. Heute $100. Ist stärker als ihr vernünftiges Eigeninteresse. Es gibt so etwas wie eine gegenwärtige Verhaltensanomalie. Wenn wir etwas sofort haben können, ist die Versuchung sehr groß. Verhaltensökonomen sagen, dass diese Anomalie dafür sorgt, dass wir weniger sparen, als wir sollten. Und es gibt weitere psychologische Kräfte, die unsere Entscheidungen beeinflussen. In diesem Experiment sollen Studenten ein Gebot für eine Flasche Wein abgeben.
Die klassische Ökonomie legt nahe, dass die Studenten sorgfältig berechnen, was ihnen die Flasche Wein wert ist. Bevor die Auktion beginnt, müssen sie zudem die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer auf das Gebotsblatt schreiben. Erstaunlicherweise bieten diejenigen mit den höchsten Sozialversicherungsnummern auch am höchsten. Unabsichtlich sind sie durch eine vollkommen irrelevante Nummer beeinflusst worden. Das ist ein tolles Beispiel für Beeinflussung. Menschen beziehen sich auf Nummern, die man ihnen zugeteilt hat.